herzlich willkommen zu einem weiteren Videofilm mit der Angelschule Nord. Ich bin hier im Hamburger Hafen in der Hafen City bei meinem Teamangler Thomas. Moin. Und Thomas ist ein Experte im Hafen. Du bist Ur-Hamburger. Du kennst dich hier richtig aus. Ich bin hier geboren, ja, und werde auch hier sterben, definitiv. Hamburg, unwahrscheinlich Potenzial. Die Elbe, riesengroß, ist ja auch ein freies Gewässer. Und wir wollen heute Rapfen angeln. Wir versuchen es auf Rapfen, definitiv, ja. Ja, Rapfen, unwahrscheinlich kampfstark ja auch. Sie zählen ja eigentlich zu den Zypriniden, zu den karpfenähnlichen Fischen, aber ernähren sich später in ihrer Entwicklung räuberisch. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir werden auf jeden Fall Spinnfischen machen. Spinnfischen. Aktiv. Ich habe hier ja, so ein paar Köder mal mitgebracht. So hier so ein Spinnerbait oder sowas in der Richtung. Vielleicht geht sowas. Probieren wir mal. Ja, was meinst du? Was ist gut? Mein Favorit ist der ganz klassische FZ-Blinker. Ja. Ich habe jetzt hier eine Variante, auch sehr attraktiv, das ist der Doppel-FZ. Zwei verschiedene Farben. Und das Klappern unter Wasser, das finden die Räuber oder die Rapfen sehr attraktiv und packen auch sehr gerne rauf. Macht viel Spaß. Ja, ich meine, gut, okay, er sieht natürlich gut. Er ist natürlich ein bisschen kleinerer Köder. Ja. Es könnte sein, dass der heute wieder zeugt. Mal sehen, wir werden beides probieren. Wir probieren und, genau. Ja, auf geht's, würde ich mal sagen. Ne? Ich bin heiß. Zeit ist Bild. So, ich nehme auf jeden Fall einen anderen. Lasse hat mir zwar einen rangehängt, das ist ganz gut gemeint. Oder du? Und doppelt sogar? Das ist ja geil. Aber ich werde erstmal ein Spinnerbait probieren. Wenn ihr jetzt dagegen habt. Weil ich glaube nämlich, dass dieser Spinnerbait, und es ist ja eine so meine Lieblingsfarbe auch, ist ja so grün-gelb und jetzt habe ich so ein Orangen dran. Ich meine, der sieht ja hammerheiß aus. Wenn man sich das anschaut hier, wie lecker der aussieht, ein Wahnsinn. Oh. So, mal ranmachen. Vom Gerät her fische ich eine FZ Exhibit Spinnrute dann mit einer 8 Kilo geflochtenen Schnur oder Multifil-Schnur genau gesagt und ein monofiles Vorfach dann circa so einen knappen Meter lang. Und direkt dann einfach einen Einhänger dran montiert mit dem Grillerknoten und einfach der Spinner da. Ich bin gespannt jetzt. Boah, Mann, das ist doch perfekt. Normalerweise fische ich damit Hechte. Und jetzt wollen wir mal probieren, ob ich damit vielleicht auch einen Rapfen kriege. Ich bin mal gespannt. Wahnsinn. Mal gucken. Wir werfen hier, aber ich denke, das klappt schon. Zack. Das wäre ja der Hammer. Ja, so ein FZ-Blinker, den muss man erstmal schlagen. Ne? Ich habe mit dem FZ übrigens auch sehr viele Hechte fangen können. Also auch nicht nur Rapfen. Ne? Ja. Was war dein größter Rapfen bis jetzt, Thomas? 75. 75? Das ist schon, oh, das ist schon groß. Ne? Ja. Also 75 cm Rapfen, ich glaube, der geht auch richtig rein in die Bremse. Der ne? knackt hier alles weg. Der also knackt hier alles weg, glaube ich auch. Vor allem, wenn du da schon Rückenwind hast, ja, ne? Mitwerfen kannst, bist du so 50, 70 Meter weit draußen. Wenn dann da auf den Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Weißt du was Angeln ist? Boah. Da ist er. Jawohl. Da ist der Tacke, Alter. Ja, geil. Oha. Wahnsinn. Hammer. Aber das ist schön, Alter. Schöner Fisch. Jawoll. Ja, das ist doch ein schöner Fisch, Mann. Wow. Schöne Fischchen. Ne? Auch schön weit draußen hat er richtig reingeknallt. Also, ich hab mich wirklich verjagt. Rapfenangeln ist immer wieder eine geile Sache. Gerade
Der ist schon ein bisschen besser, aber es geht noch viel besser. Und das werden wir auch hoffentlich heute noch beweisen. Ne? Aber stell dir mal vor, ich fange damit noch einen Hecht, du. Hier im Hafen. Boom. Knallt da ein Hecht drauf. Oh, da ist er. Ja, oh, da hat er schon wieder einen. Ich werde verrückt, jawohl. Aber was ist das denn? Nee. Was? Aber ganz. Ganz mini? Also ganz mini. Ich muss, glaube ich, irgendwie. Ist mein Köder, glaube ich, irgendwie auch zu ein bisschen zu. Wow, na klar, schön. Ihr könnt das mal sehen. Wahnsinn. Ja. Das ist ja Hammer. Diese kleinen Rapfen, wie weit die schon ausgeprägt sind. Guck dir das mal an. Diese netten Rapfen und dann echt noch diese FZ. Das ist der Hammer. Mich haben schon viele gefragt, der blinkt das war viel zu groß. Das bringt nichts. Soll ich vorstellen? Es blinkt was. Auf und, FZ. Und auch auf den Blinkern. Klein, ganz klein. Ja, ich hab wohl, glaube ich, einen zu großen Köder vielleicht. Ne? Das ist so sehr groß, das Spinner B. Also vielleicht sollte ich auch ein bisschen kleiner nehmen. Aber ich probiere noch ein bisschen damit. Ich will ja auch die größeren haben. Ja, alle Anfänge sind immer schwierig, aber dann ist es wegsteht. Okay. Ja, Thomas sagt zu mir, Jan, mach dir mal lieber den FZ dran. Das werde ich auch erst tun. Ich habe jetzt ein paar Würfel gemacht mit dem Spinnerbait. Aber ja, hat irgendwie, vielleicht ist er auch ein bisschen groß hier. Das ist natürlich auch ein guter Hechtköder. Ach, sehen! Oh, ich kriege mir so einen Schreck hier. Also, ich muss auf FZ umbauen unbedingt. Das mache ich jetzt auch. FZ, jetzt gibt's nur eins, FZ. So, es wird herangebaut hier. Zack, FZ. Wow. Ja, jetzt bin ich gespannt. So, und das wird auch gleich viel besser werden, weil jetzt kann ich auch ein bisschen werfen. Ja, die sind da, die beißen gleich an bei mir. Liebe Rapfen, beiße an, nur nicht bei meinem Nebenmann. Ja. Jetzt bald, der Rehler. Wenn man ihn dicht unter der Oberfläche fischt, kann man sogar den Biss sehen. Das ist verrückt. Da, ich habe einen. Oh, ja? Alter Schwede, ja, der ist reingeknallt. Oh, oh. Nee. Ich muss ein bisschen Bremse aufmachen. Ich habe vom Hechtangel noch meine Bremse so zu. Du. Ich habe die richtig zugehauen. Ja, ah. Ja, erzähl. Ja, geil, war geil. Richtig angedreht, schnell angedreht und boom, hing der. Also Hammer, ein schöner, du. Guck mal. Ja. Schöner Fisch. Der ist noch nicht müde, du. Der ist noch nicht müde. Ja. Na komm. Boah. Geil, silberblank. Was für ein Fisch. Muss ich nur rauskriegen. Jetzt kommt. Ja. Jawohl. Boah, schöne. Ein schöner Fisch. Ja, der sieht doch. Guck dir mal den Fisch. Klasse. Oh, da kann ich mal immer. Wow, voll hier, zack, auf FZ. Oh, so. Oh. Das gibt's doch nicht. Boah, da bin ich so in die Finger gehackt, so. Das. Hast du das gesehen? Also ein Hecht greift sich einfacher. Das gibt's nicht. Und er ist noch dran, er ist noch dran. Kammstark! Wow, Kammstark! So. Wahnsinn. Silber der Elbe. Herrlich. Schöner Fisch. Und welcher Köder? Natürlich FZ, klar. Wahnsinn. FZ. Hammer. Direkt an der Oberfläche reingekachelt. Echt klasse. Die Bisse sind ja auch geil, ne? Die hämmern da rein, das geht gar nicht, ne? Das ist echt der Wahnsinn, ne?
Die knacken da sowas von rein. Ja. Lasse, ist unglaublich, ist das. Echt? Wenn die da reinhauen. Ja. Cool. Echt? Bei mir, der kam gleich aus dem Wasser gefedert, hast du gesehen? Ja, der kam gleich hoch. Mit so einem Doppel-FZ hier, muss ich ja sagen. Also das ist ja mal eine Angelei. Also ja. Spannend, ne? Also ich finde es gerade in den Sommermonaten ist das ja herrlich, ja? Oder? Auch mal eine Alternative zum Zander, zum Faulenzen. Da ist mehr als aktives Angeln geht nicht. Nee. Gerade das aktive Angeln ist ja echt gesund, ne? Also bewegen, das ist der beste Sport überhaupt, den du machen kannst. Ja? Ja! Wow! Jawohl! Wow! Wow! Lasse! Das ist ein Zander. Ein Zander! Oh, es gibt's doch gar nicht! Ein Zander, ich werd verrückt. Das gibt's ja nicht. Ich darf keine Rappen. Ein Zander. Ja, du, eine. Eine, du, und ganz, ganz im Flachen. Und jetzt kommen die vielleicht auch hoch. Das wäre natürlich eine Alternative, um mal einen Wobbler ranzumachen, ne? Da haben wir. Jawohl! Ja, super! Haben wir. Ein Zander, ich werd geknackt. Ich kann schon mal, ne? Aber nachts. Ja. Den ich verloren habe. Ja. Den wollte ich per Hand landen. Dann hat er in dem Moment, wo ich meine Hand rangemacht habe, seine blöden Hand. Guck mal, Lasse strahlt richtig. Dann habe ich ihn losgelassen. Oh, die Fische sind ja noch aktiv. Hat Biss, hat Biss, ja? Warum hau ich dann immer an? Du hast angeschlagen, ne? Warum hau ich dann einfach lassen. Ja, instinktiv, das ist normal. Ein bisschen kannst du. Aber weiterdrehen musst du. Die kommen jetzt hoch, glaube ich auch. Oder lang, kannst du auch langsam führen, den Blinker. Kannst auch machen. Der macht genug Aktionen, du. Das sind langsamer führen, boom. Da! Ja! Oh! Oh! Das sieht auch aus wie ein Zander, du! Rapfen? Warte, ich muss reinholen. Oh, Hanne! Lasse, komm ein bisschen hierher. Oh, ich muss rein. Rapfen? Ja. Hanne! Ja, Hanne, ist doch gut! Der ist gut. Der ist ein schöner, ich muss keschern. Wow! Ich muss keschern. Der ist gut, ja, der ist wunderbar, das ist ein großer. Ich werd verrückt. Ich werd beknackt, du. Lasse, Lasse, ich sag dir das doch, hier sind Fische. Und jetzt kann ich an der Attacke, ne? Oh. Nee. Und Jan, was sagst du zum Hamburger Hafen? Hamburger Hafen hat Potenzial, logisch. Viel Wasser, Elbe. Das ist halt auch, man hat hier eine hohe Bissfrequenz. Ne? Wenn die Fische wirklich beißen, hast du echt eine hohe Bissfrequenz. Echt klasse. Ah, der ist noch nicht müde. Ne? Der will noch nicht. Oh, schön. Ja, man glaubt gar nicht, wie die Rapfen, wie kampfstark die sind. Das ist unglaublich. Ne? Das Gute ist, unglaublich. Das Gute, aber viele befischen die auch nicht und wissen, was alle brauchen. Ja. Boah, was für schöne Fluchten. Guck mal. Will gar nicht hochkommen. Der ist da unten, will nicht hochkommen. Sehr gut, Lasse, was los? Naja, also einfach. Der hat ihn auch voll genommen. Der hat ihn voll. Der ist weg. Der ist weg. Der guckt nur ein ganzes Stück raus. Der ist einfach weg. Also, du warst nicht angeschlagen diesmal, ne? Nein, diesmal bin ich angeschlagen. Ja, beim Rapfenangeln darf man nicht anschlagen. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass der Fisch ausschlitzt. Der hängt manchmal nur ganz vorne drin. In dem Fall, Lasse hat überhaupt nicht angeschlagen und der
Der hat den Blinker voll genommen, also richtig voll weg. Unglaublich. Wahnsinn. Ja, lass ihn. Ich habe die Zeit. Wir wollen ihn da landen. Das ist ein schöner. Das ist ein richtig schöner Fisch. Der muss jetzt auch raus. Der kommt auch bald raus. Weil die haben so ein kräftiges Rückgrat, ne? Ja. Einen kräftigen Schwanz und damit können die richtig beschleunigen. Ja. Ne? Und dadurch macht das einfach irre Laune. Ja. Willi, wir kippen rein. Willi. Oh, da in der Ecke, das ist schwierig. Ah, weil da ist doof, da wo das DM ist, da. Versuch mal da am Schild. So jetzt. Ja! Ja! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wahnsinn! Läuft mal hin, ein schöner Fisch. Guck dir mal an. Ja! Hanne, sag ich nur. Echt klasse. Boah, ja, der zappelt auch ein bisschen, ne? Rappen ist agil. Na klar. Silber, der. Hanne. Einfach weg. Super geil. Richtig stark. Top. So, liebe Angelfreunde, der Angeltag neigt sich dem Ende. Wir haben heute schöne Fische fangen können. Thomas, wie viele Rapfen hast du gefangen? Vier. Lasse, einen richtig großen. Ja. Ich habe auch noch einen gefangen. Ich habe ja dann rechtzeitig umgebaut auf den FZ-Blinker. Das war heute der Knaller. Und ja, war ein schöner Angeltag, oder? Special Fish war der Knaller, ne? Ja. War wunderbar. Ne? Man kann sich nicht beschweren. Kann sich nicht beschweren. Also, wenn ihr auch mal eine Tour machen wollt hier mit Thomas, dem Teamangler von der Angelschule Nord, dann könnt ihr das natürlich auf der Webseite buchen. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, wir haben jetzt noch ein paar Würfel gemacht. In der Dunkelheit. Unglaublich. Mit FZ-Blinke. Da ist dieser schöne Rappen nochmal reingeballert. Beim zweiten Wurf. Ich wollte gerade nicht nach Hause und raus. Ja, Wahnsinn. Wir kommen einfach nicht nach Hause. Das ist unglaublich. Leute, ihr müsst das mal probieren hier im Hamburger Hafen. Mit Thomas. Dann FZ-Blinke auf den Rappen. Es ist irre. Ne? Und Zander haben wir auch noch gehabt. Das ist ja das Kuriose. Dass wir noch Zander dahin gemacht haben. Ein Abendtempo, was wir reingeholt haben. Dicht unter der Wasseroberfläche. Leider Zander rein. Ja. Und sogar bei Dunkelheit. Also Wahnsinn. Ja, das ist ein schöner Abschluss, oder? Das ist ein schöner Abschluss, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.